Wirklicher Vorschlag. Lassen Sie uns bei dem Problem bleiben. Über welche Art von Gefahr reden wir hier? Es ist so, Gabriel Surrenderings ähneln eine Art von luziden Träumen, die durch den Chip und seinen Verstand gestaltet werden. Wenn Mei Chen jetzt aber diese Träume kontrolliert, sind sie definitionsgemäß in Wirklichkeit nicht luzid. Was sind sie dann? Umgangssprachlich ausgedrückt eine Art der Hypnose. Wenn sie das Rendering kontrolliert, kontrolliert sie auch Gabriel? Ja, ganz genau.